don't know too, and we will see. My answer is I, we will see. We will see. Yes, but he's enjoying. And we see there's a very classic run. Yes. There's a race a lot of time in France, in Europe, with a lot of GT. DTM is a very, very nice driver. Gentleman driver. I think he always drove here in Germany at Nürburgring in the Lamborghini Super Trophy. I don't remember, but it's possible. And we, as a face of cinema, is a face. Like Belmondo. Gott hab ihn selig, Jean-Paul Belmondo, auch kürzlich passed away. Yeah. Yes. Also, das Safety Car setzt sich in Bewegung, das Richard Mille Safety Car, was ist der? Ist Richard Mille, Richard Mille. Fahrzeuge jetzt in der Goodyear-Kehre, wir fahren ja den kompletten Grand Prix-Kurs auch bei diesem Rennen. Also Goodyear-Kehre ist dann der tiefste Punkt der Grand Prix-Strecke. Dann geht es hoch, da brauchst du die Beschleunigung aus eben dieser Kehre raus, lässt sich ein bisschen raustragen auf die Curves, um dann hier im Michael Schumacher erst richtig unterwegs zu sein. Und da haben wir dieses Cinema-Face. Senza che valida Dillon contro il Rio Silva, alle loro spalle Rizzi e Weiland. Subito partiva già in una posizione arretrata perché era non nelle prime file Kirchmeier, ma si è fermato in box forse per un problema pneumatico, non abbiamo avuto notizie ulteriori, ma gara direi abbastanza compromessa perché è in ultima posizione del gruppo, quindi gara diciamo non facile per il pilota austriaco. Wir haben im Moment das Bild so, Asit, das ist das, was Michele und ich eben auch schon erwartet haben. Asit ist jemand, der direkt auch von der Spitze her wegfahren kann. Was aber für mich interessanter ist, ist die Tatsache, dass derjenige, der an diesem Wochenende zum ersten Mal in dieser Serie mitfährt, Andrzej Lewandowski fürs Auto aus Ulrich auf der vierten Position liegt. Und wenn der sich ein bisschen benimmt, wenn ich das mal so ausdrücken darf, dann hat er durchaus Chancen aufs Podest. Gestern war er sehr, sehr gut unterwegs, lag teilweise. Oh.
successo mentre rivediamo le mani dello start. Siamo a 7 minuti abbondanti di gara con